zumindest was Qualifikation angeht, dass er das auf eine Runde fahren. Alesi hat sich gedreht. Steht Mitte Strecke hier. Das war ein bisschen mehr als nur ein Dreher. Da ist er offensichtlich über den Randstein geflogen. Wenn ich so die Spuren anschaue, da könnte der Unterboden auch beschädigt sein. Sehen wir gelbe Flaggen irgendwo? Ja, wir sehen sie. Hier kommt bereits die Wiederholung. Wie erklärst du das? Ja, da ist er wohl hinten bereits auf dem Außenrandstein gekommen, hat das Fahrzeug verloren und hat sich nach innen gedreht. Das heißt, das Heck ist ihm ausgebrochen. Ich würde sagen, in seinem Fall gut, dass nicht mehr ist. Aber das Schlimme ist, das Auto steht so unglücklich, dass ich denke, es muss rot geben. Ja, weil die... Und Irvine ist auch draußen. So, jetzt haben sie gleich zwei Gründe zum kurz rot machen. Zudem sich die Marshalls nicht besonders beeilt haben. Normalerweise sind das emsige Ameisen, die hier sofort mit Streckenfahrzeugen die Bergung vornehmen. Gelb also geschwenkt an mehreren Stellen. Für Irvine ist Feierabend. Hier, 6,5 Minuten vor Schluss. Alesi wird jetzt weggeschoben. Zwar zögerlich, aber damit ist auch diese Situation bereinigt. Ja, man hat wohl erst gefragt, was die Entscheidung wäre bei der Rennleitung. Sollen wir ihn wegschieben oder stoppt ihr das Training? Man hat sich fürs Wegschieben entschieden. Und Sie sehen es, Irvine wird abgeschleppt mit dem Raupenfahrzeug. Denn er steht da quasi auf der Idealauslaufzone. Da können Sie es gut erkennen. Auch Alesi ist jetzt in das Innere der Strecke geschoben worden.